Hallihallo und willkommen zu einem neuen ARK-Video. Oder besser gesagt, ein Vorstellungsvideo für das Jahr 2022. Erstmal möchte ich aber zurückblicken auf das letzte Jahr. Und zwar haben wir es geschafft, in ungefähr einem Jahr YouTube 850 Follower zu sammeln zusammen. Und da möchte ich mich erstmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr auch, die meisten sind noch da geblieben, das ist schön. Und dass ihr so ein Interesse noch an ARK habt, weil ich finde, das ist ein ganz tolles Spiel und auch wenn es jetzt langsam schon so ein bisschen ein Auslaufmodell ist, ist jetzt ja nicht mehr das Jüngste, dass da trotzdem noch so viel Begeisterung dafür ist, denn ich finde nach wie vor, es gibt einfach nichts Vergleichbares. Es gibt nichts, was so viel Bock macht und einen auch so lange bei der Stange hält. Und es gibt auch kein Spiel, wo ich annähernd so viele Spielstunden gesammelt habe. Also vielen, vielen Dank dafür. Was lief am besten im letzten Jahr? Einerseits die Map-Vorstellungen. Also Gen 2, mein Video zu den besten Basespots, die ich da am Anfang gefunden hatte. Und mein Astrodelphis 10 Video. Und jetzt auch die Lost Island Videos aus dem Dezember. Auch da habe ich ja diese Pearl Cave vorgestellt, noch ein paar andere Cave und auch ein paar Red Holes. Auch die Videos sind gut angekommen. Außerdem, das seht ihr auch hier, der K-Pog-Server. Da habe ich Videos am Anfang des Jahres gemacht, vor allen Dingen so im Februar und März haben wir da drauf gespielt, dann wurden die Server ja leider ausgestellt, aber die haben uns richtig gut gefallen. Ist eigentlich sehr schade. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt mal in die Playlist rein, aber von den Zahlen her sehe ich, dass ganz, ganz viele von euch das schon gesehen haben. Und kann ich auch verstehen, da war eine ganz besondere Atmosphäre irgendwie dabei und es hat auch unglaublich Spaß gemacht, darauf zu spielen. Was auch noch gut lief, war die Roleplay-Reihe von Sharks. Was ja mal was ganz anderes war, kein PvP, auch für diesen YouTube-Channel mal was ganz Neues, dass es eben nicht ums Kämpfen ging, sondern darum, wie baue ich mich jetzt mal irgendwie schön auf eine schöne Hütte, was ein bisschen gescheitert ist bei mir, sah doch sehr seltsam aus am Ende, oder was für interessante Klamotten-Skins gibt's, und da war ja auch das Thema ganz anders, also auch sehr interessant, auch schade, dass das auch relativ schnell eingestellt wurde, dieses Projekt hätte ich auch gern länger drauf gespielt. Und da komme ich eigentlich schon zu dem, was ich dieses Jahr denn vorhabe. Denn als erstes wird es weitergehen mit Loyalty Arc. Wir haben dann noch eine Season jetzt drauf gespielt. Du spielst ja noch eine Season gerade. Und die kommt natürlich noch, wo wir halt vor allen Dingen auf Lost Island bauen. Und dort auch ganz, ganz viel raiden. Also da geht's nur Action. Und da machen wir ein Blatt nach dem anderen. Das ist schon ganz cool. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Dann möchten wir auf den Classic Officeren spielen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Classic Office Server sind die Server, die erstmal offiziell sind, also relativ kleine Raten haben und alles, und immer weiterlaufen, wo aber die ganzen neumodischen Tech-Maps, also solche Gen 1 und Gen 2 und so, nicht dabei sind. Und die haben erst, die sind sozusagen wiped oder erst entstanden zum Release von Lost Island, das heißt, die laufen noch nicht sehr lange. Und da wollen wir uns mal schauen, wie wir uns behaupten. Aber ihr wisst ja sicherlich, wie das ist auf dem Office, aber man spielt 10 Stunden lang und hat dann eine Flag und ein Pete und nicht sehr viel anderes. Und das ist immer ein bisschen ein Problem. Und dadurch ist natürlich auch der Progress, den man da hat, jetzt nicht besonders groß. Also, da kommen dann Videos, wo eben jetzt nicht zwei Basen Raid werden, mein Video, sondern wo ich einen No-Run mache und der nächste dann, wo ich einen Pete zähle, einfach weil das stundenlang dauert. Da muss ich dann schauen, wie das bei euch ankommt, ob ihr darauf Bock habt, auch auf diesen Grind wiederzusehen im Vergleich zu den letzten Videos, wo ich auf diesem geboosteten Server gespielt habe. Und je nachdem, wie es bei euch ankommt, gibt es dann eben mehr oder weniger Videos dazu. Und als drittes Projekt werde ich wieder auf einem Roleplay-Server mitspielen, weil mir das einfach so Spaß gemacht hat und das auch so ein bisschen ein Kontraprogramm zu dem stressigen PvP ist. Das könnte ich mir dann übrigens auch mal vorstellen zu streamen auf Twitch, aber da kommen wir später noch dazu. Diese Roleplay-Server, den mache ich wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit einem anderen YouTuber, was ich jetzt immer noch nicht spoilern will sozusagen. Aber das wird halt ein richtiger Roleplay-Server, das heißt, da muss man sich einen Job aussuchen und je nachdem kann man dann auch nur Engramme lernen und nicht alles bauen und muss dann ganz viel handeln. Also ich stelle mir das richtig kompliziert vor und ich hoffe, dass ich das hinkriege und dass das lustig wird und auch ein bisschen interessant und schön für euch zuzuschauen. Aber da bin ich guter Dinge. Dann gibt es natürlich wieder Specials. Und das nächste Special wird auf jeden Fall ein Valentin-Special sein, wenn dann Wildcard sein Valentin-Event rausbringt. Und ich kann ja schon mal spoilern, ich schätze mal, irgendjemand wird sich verlieben. Und beim letzten Special, die Aufnahmen haben einfach so Spaß gemacht für das Weihnachtsspecial. Ich denke, das sieht man auch in den Outtakes, dass ich gar nicht mehr konnte vor Lachen. Das war einfach so ultimativ lustig. Das der Chibi ist aus dem Fenster geflogen. Oh Mann. Mein Chibi ist aus dem Fenster geflogen.
dass ich noch ganz viel Bock drauf habe, das aufzunehmen, vielleicht auch mal mit ein paar mehr Leuten. Ich denke, da können ganz interessante und witzige Sachen dabei entstehen. Ich habe auch vor, wieder mehr zu streamen dieses Jahr auf Twitch. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Wenn ihr mir da nicht gefolgt seid, dann seht ihr das da oben in der Ecke, mein Twitch-Account. Da könnt ihr mir folgen. ArcPvP wird es dort nicht geben, weil das ist mir viel zu stressig, dann noch zu streamen. Dann kommt dann auch keine Interaktion mit dem Chat zusammen, wenn man da fightet oder so. Weil das kann ich dann multitasking-mäßig jetzt nicht so. Es wird eben vielleicht ein paar Sachen von dem Roleplay-Server kommen. Vielleicht streame ich das auch komplett und bringe dann nur die Specials auf YouTube. Muss ich mal schauen. Vor allen Dingen halt auch andere Videos, andere Spiele. Sowas wie PUBG zum Beispiel. Das streame ich ganz gerne, weil ich das gerne spiele. Aber da jetzt keine Videos oder so draus machen kann, das würde sich keiner anschauen. Aber im Stream ist das ganz unterhaltsam. Und zum Schluss würde ich auch gerne wieder ein, zwei andere Games in dem Jahr ausprobieren. Also ich spiele wirklich hauptsächlich Ark, dann ein bisschen PUBG. Aber so ein, zwei andere Games kommen eben doch dazu. Ich weiß, die laufen nicht so gut bei euch auf YouTube. Es ist klar, es ist ein Ark-Channel und da wollt ihr auch hauptsächlich Ark sehen. Das verstehe ich auch. Aber ab und zu gefällt mir das anderes und dann mache ich da mal ein, zwei Videos dazu. So ein bisschen als Special. Und wenn es den einen oder anderen interessiert, kann er ja reinschauen. Vielleicht hat ja jemand dann doch Bock, das zu spielen und es bringt sogar was. Also müssen wir schauen. Aber das ist so der Plan, der grobe Plan fürs nächste Jahr. Und ich bin gespannt, wie es dann läuft. Von den Abonnenten wäre mein Ziel, also mindestens sich zu verdoppeln. Das wären um 8.900 Follower. Aber was ich halt richtig cool finde, wenn wir die 2.000 nächstes Jahr erreichen würden. Ich sag's euch ehrlich, ich stecke viel Arbeit in den YouTube-Channel, weil es mir Spaß macht. Das ist immer so das Highlight des Tages, ein Video zu bringen. Und ich denke, das merkt man auch, dass ich das mit viel Freude mache. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ihr am Ball bleibt. So, jetzt geht's noch weiter mit dem nächsten Ark-Loyalty-Video. Ist jetzt natürlich ein bisschen kurz, aber Videos folgen jetzt wieder in regelmäßigen Abständen nach der kleinen Weihnachtspause. Viel Spaß dabei! Hallihallo Leute, ich sag ja, man muss alles mitnehmen. Ich springe hier gerade von einem alten Raid noch die Turrets auf und guck mich jetzt an. Die Bullets hier, die habe ich alle schon da drin gefunden. Und das C4, das kriegt man ja sozusagen umsonst, weil man das ja finden kann. Und das ist mir absolut wert, das zu verwenden dafür. Nice. Hier sind auch nochmal welche. Aufmachen. 3000 Schuss, nice. Also die haben immer mehr Schuss in ihren Schuss als wir. Ich habe da noch versucht, diese Fortress aufzusprengen, aber ich konnte da so viel C4 ranbappen, wie ich wollte. Irgendwo hingen die immer noch und an die Bags kam ich auch nicht ran, obwohl ich gesehen habe, dass da total viel Metal drin war. Habe ich es einfach nicht geschafft, da ranzukommen. Hat mich ein bisschen geärgert, aber naja. Es folgt jetzt noch ein einziges Loyalty-Video nach diesem hier und da machen wir nochmal einen richtig coolen Raid und dann war es das mit der Staffel. Ich hoffe, da seid ihr dann auch wieder dabei und bis dahin alles Gute für euch.